Willkommen zu einem Special der 212. Heute der ultimative Vergleich. 501. gegen die 212. Um überhaupt sagen zu können, wer besser ist, müssen wir erstmal ein paar wichtige Fakten gegenüberstellen. Die 501. Eine Legion. Eine Eliteeinheit der Klonarmee, die angeführt wird von Captain Rex unter dem Kommando von Anakin Skywalker. Nach den Klonkriegen dienten sie sogar immer noch, weiterhin unter Darth Vader. Sie waren danach bekannt als Vaders Faust. Sie bestand aus 9216 Klonkriegern. Diese waren alle in 4 Regimente eingeteilt. Das Raubtierbataillon, Torrent Company, Anakin Squad und die Blaue Staffel. Die 501. war an vielen wichtigen, wegweisenden Schlachten der Klonkriege beteiligt. So wie die Schlacht von Umbara, die Schlacht von Teth und nicht zu vergessen, der tragische Sturm auf den Jedi-Tempel. Insgesamt kann man sagen, dass die Angehörigen der 501. Legion sich ihres hohen Status in der großen Armee der Republik voll und ganz bewusst waren. Sie brachten das durch ihre personalisierten Rüstungen zum Ausdruck. So demonstrierten sie bei jeder Gelegenheit ihre Zugehörigkeit, zum Beispiel waren viele ihrer Fahrzeuge bei Kriegseinsätzen mit ihrer Nummer, der 501, versehen. Sie erhielten sogar ein Spezialtraining, was sie auf dem Schlachtfeld vorteilhaft nutzen konnten. Flexible Taktiken und äußerst effektive auch noch zählten zu ihren wichtigsten Eigenschaften. Nun zu der wohl epischsten Kampfeinheit der Klonkrieger, die durch ihre gelbe, sehr gut erkennbare Rüstung einzigartige 212. Die 212. Angriffsbataillon war eine Untereinheit des 7. Skycorps der Galaktischen Republik. Sie war wie die 501. eine vielseitige Infanterieeinheit und war dafür auch immer speziell gerüstet. Angeführt von dem stolzen Commander Cody unter dem Kommando von Obi-Wan Kenobi. Ihre Bataillonsstärke bestand aus 576 Soldaten. Die 212. Angriffsbataillon wurde nach dem Fall der Jedi und der Republik in die imperiale Armee eingegliedert. Die Schlachten von Ryloth, Utapau und Tsilukemai waren die wohl wichtigsten, an denen die 212. beteiligt war. Die Ausrüstung der 212. war nicht auf besondere Umweltbedingungen spezialisiert. Trotzdem waren sie sehr flexibel und kämpften oft gemeinsam mit der 501. in der Luft als auch auf dem Boden. Nach dieser Gegenüberstellung können wir wohl eindeutig sagen, dass die 501. der 212. deutlich überlegen ist. Rex ist Cody einen Schritt voraus, denn er ist vielseitiger und durch seine vielen Einsätze mit Anakin konnte er sehr viel Erfahrung sammeln, denn Anakins einzigartige Taktiken erforderten immer sehr viel Einsatz. Er musste sich immer selbst beweisen, wozu er imstande ist und ist deswegen besser als Cody. Leider haben wir also verloren. Naja, unserer Meinung nach ist Cody trotzdem besser. Wir werden diese Niederlage akzeptieren und gute Verlierer sein. Auf der rechten Seite findet ihr ein Video über die größte Niederlage der Republik. Also bis zum nächsten Mal. Eure 212.